Ist eine diplomatische Versammlung, die dazu diente, einen Kontinent, der nach 25 Jahren Krieg an den Rand des Abgrunds geraten ist, neu zu ordnen. Das also ist die legendäre Schlussakte. Wahnsinn. Ich habe das nie deckungsgleich bekommen. War das wirklich nur eine restaurative Veranstaltung, die einfach versucht hat, alles zurückzudrehen? Der Schauspieler Harald Krasnitzer engagiert sich leidenschaftlich für das Zusammenwachsen Europas. Mit jungen Europäerinnen und Europäern organisiert er den New Vienna Congress, ein Nachdenken über die Zukunft des Erdteils. Lange schon beschäftigt er sich mit dem titelgebenden historischen Ereignis aus dem Jahr 1815. Dr. Mann hat einer gesagt. Grüße, Herr Krasnitzer. Freut mich sehr. Grüße. Ja, ich habe ein Problem. Ich habe mich seit längerer Zeit mit dem Wiener Kongress auseinandergesetzt und merke, je mehr ich mich auseinandersetze damit, desto widersprüchlich wird für mich die ganze Angelegenheit. Und jetzt dachte ich mir, ich schaue mal vorbei und lasse mich mal genauer informieren. Dann darf ich Sie weiterbitten. Im österreichischen Staatsarchiv versucht der Fernsehkommissar, die Widersprüchlichkeiten des historischen Großereignisses für sich zu klären. Der Kontinent ringt mit den Folgen der Französischen Revolution. Napoleon versucht mit Gewalt, eine bürgerliche Gesellschaft in ganz Europa zu etablieren und den Adel zu entmachten. Also Napoleon war quasi der Ausgangspunkt, man kann sagen, die Französische Revolution. Ein großartiges in der Menschheitsgeschichte, beinahe einzigartiges Ereignis mit unglaublichen Fernwirkungen. Krieg, Elend und Wahnsinn. Man darf nicht vergessen, dass Napoleon ja als sozusagen Erbe der Revolution das alte Regime, das feudale Europa bekämpft. Ja? Und hat natürlich auch Resonanzen gefunden in Europa. Man sollte nicht vergessen, dass zum Beispiel Goethe von Napoleon als dem größten Geist, der jemals gelebt hat, gesprochen hat. In Moskau ist er ja gescheitert. So faszinierend der Aufstieg Napoleons ist, so faszinierend und dramatisch ist gleichermaßen sein Abstieg. Die Alliierten, die alte Welt vereinigen sich, um Napoleon zu besiegen. 1813 kommt es in Dresden zu einer denkwürdigen Begegnung. Der raffinierte Diplomat und österreichische Außenminister Clemens Wenzel von Metternich drängt seinen Verbündeten, den Feldherrn Napoleon, noch einmal auf Frieden. Metternich protokolliert die Begegnung in seinen Memoiren. Es herrscht Unvereinbarkeit zwischen Europa und euren Plänen. Die Welt braucht den Frieden. Ihr müsst eure Machtstellung zurücknehmen oder ihr werdet untergehen. Meine Herrschaft überdauert den Tag nicht, an dem ich aufgehört habe, stark zu sein. Ein Mann wie ich schert sich wenig um das Leben einer Million Menschen. Die Fortsetzung des Krieges ist besiegelt. Metternich löst die Allianz mit Napoleon. In der Völkerschlacht von Leipzig übernehmen die Österreicher das Oberkommando. Da haben wir ein hoch erstaunliches Dokument, auf das ich immer wieder mal gerne zurückkomme. Eine sehr, sehr kleine, unscheinbare Skizze. Metternich hat sich hier eine Skizze gemacht, sozusagen ein skizzierter Aufmarschplan. Im Grunde genommen beruht der Erfolg der Allianz gegen den Napoleon auf einem auf Butterpapier notierten Aufmarschplan vom Herrn Metternich, oder? Ich würde es so nicht formulieren. Gut, Leipzig war ja dann sozusagen der Wendepunkt, aber wenn auch ein unglaublich grausamer, ja, weil bis heute, glaube ich, gibt es in Leipzig die Markierungen, wie hoch sich die Leichenberge in der Stadt getürmt haben. Die alliierten Truppen unter österreichischer Führung schlagen das französische Heer vernichtend. Infolgedessen wird Metternich zum Kanzler und zum wichtigsten Staatsmann Europas aufsteigen.
Das war ja die Frage, was du mit dem besiegten Napoleon? Er durfte seinen Kaisertitel behalten. Man hat ihm mit Elba sozusagen ein kleines Reich zugewiesen. Der gefeierte Feldherr Napoleon hinterlässt ein Trümmerfeld, in dem sich nun seine Feinde zurechtfinden müssen. Ihre unterschiedlichen Interessen und neu gezogene Grenzen machen weitere Kriege zwischen den Alliierten nicht unwahrscheinlich. Das eigentliche Gründungsdatum des dann nachfolgenden Wiener Kongresses befindet sich in Paris. Ein wunderbares Dokument dafür ist eben der Friede von Paris, den wir im Übrigen auch hier haben. Und eigentlich könnte man den gleich einsehen. Sind Sie so lieb, Herr Krasnitzer, machen Sie einstweilen diesen Akt so? Ich darf hier diesen, okay. Aber natürlich, ja. Sie sehen, unterschrieben ist es von Ludwig dem 18. Das heißt, die Bourbonen sind sozusagen restauriert. Also formal wieder eingesetzt. Und hier wird davon gesprochen, dass beide Seiten des Konflikts, also Frankreich und der Rest Europas, sich zur Klärung der offenen Fragen, zur Wiederherstellung einer europäischen Ordnung in Wien zu einem Kongress treffen sollen. Ja, das finde ich auch spannend. So haben die das damals aufgesetzt. Napoleon hat das Heilige Deutsche Reich zum Einsturz gebracht. Er hat die europäische Landkarte neu gezeichnet. Und nunmehr geht es darum, dieses Europa neu zu ordnen. Plötzlich schlagen in Wien unzählige Menschen auf, die sagen, okay, wir bleiben jetzt hier. Wer kam da? Das waren die Aristokraten. Es fällt sozusagen ein riesiger Tross, ja, der absoluten, herausragenden Eliten dieses alten Europa in Wien ein, repräsentiert, stellt sich selbst dar, lebt sozusagen in Adelskommunen, in Adelswohngemeinschaften. Im Grunde genommen eine Leistungsshow dessen, was Napoleon in der Folge der Französischen Revolution hinwegfegen wollte. Wenn wir aber gerade bei diesem Punkt sind, wir haben ja eine Publikation des Staatsarchivs zu 200 Jahren Wiener Kongress gemacht, wo wir auch ausführlich illustriert haben. Da ist es ja schon, das berühmte. Da ist es, die berühmte Darstellung der wesentlichen Player des Kongresses, die sind so niemals, ja, genau, die sind so niemals zusammengesetzt. Es ist also sozusagen eine etwas ideale Darstellung der Wirklichkeit. Aber hier haben wir ganz wesentliche Protagonisten. Haben wir den Metternich? Ja, Metternich als Spiritus Rector, als eigentlicher Geist, die absolute Schlüsselfigur, der führende Diplomat Europas. Dann haben wir hier Talleyrand. Talleyrand, der ehemalige Außenminister Napoleons, der hier bereits übergewechselt ist und die Interessen der restaurierten Bourbonen vertritt. Hat Napoleon mal von ihm gesagt, er sei ein mit Scheiße gefüllter Strumpf? Ganz genau. Castlereagh und Wellington, beide erstaunlicherweise. Castlereagh ein Irre, ebenfalls begeisterter Anhänger der Französischen Revolution und mit den Kriegen sozusagen hat er die Seiten gewechselt, er ist daran interessiert, dass Frankreich möglichst klein gehalten wird. Aber erstaunlicherweise finde ich hier zwei Vertreter überhaupt nicht, die aber ganz zentral waren. Das ist Franz der Erste und Zar Alexander. Das ist nicht des Kaisers und das ist nicht des Kaisers würdig. Der Wiener Kongress tagte 1814 und 15 im selben Gebäudekomplex, in dem heute das Staatsarchiv und das Amt des österreichischen Bundeskanzlers untergebracht sind. Über 30 Jahre hat Sektionschef Manfred Matzka in der ehemaligen Wirkungsstätte Metternichs gearbeitet und sich für die Geschichte seiner Staatskunst begeistern lassen. Grüß Gott. Willkommen im Bundeskanzleramt. Danke vielmals. In der alten Haus-, Hof- und Staatskanzlei, wo Metternich gewohnt und gearbeitet hat und wo tatsächlich der Wiener Kongress stattgefunden hat. Ich zeige euch jetzt den Kongresssaal in seiner ganzen Pracht. Bitte schön, hier nur hereinzukommen. Das ist der Kongresssaal, der deswegen so heißt, weil der Wiener Kongress hier stattgefunden hat.
Also hier haben die wesentlichen Verhandlungen stattgefunden. Man hat sich schon vorher getroffen, aber nur zu viert. Österreich natürlich, Preußen, England und Russland. Relativ junge Burschen, alle in den 30ern, saßen hier um einen Tisch. Ja? Und an einem der letzten Oktobertage geht hier diese Tür auf. Es kommt herein der alte Talleyrand, doppelt so alt wie Sie, am Stock. Ja, der doppelt am Stock. Mit allen Wassern gewaschen. Dann sagt, Freunde, man kann Europa so nicht ordnen. Vier gegen eine besiegte Macht, das funktioniert nicht. Ohne Frankreich kann man hier keinen Frieden machen. Man startet noch einmal die ganze Konzeption neu. Und was bleibt, ist diese Überzeugung, dass man austarieren muss, Sieger und Besiegte nicht kennen soll, sondern eine Kooperation ganz Europas auf neue Beine stellen muss. Und das war, glaube ich, die große Idee des Wiener Kongresses. Aber im Wesentlichen ging es darum, Frankreich in den Grenzen vor 1789 wiederherzustellen, territoriale Korridore zu schaffen, die Abschottung Frankreichs sozusagen garantieren würden. Das Königreich Sardinien-Piemont, die neutrale Schweiz, das neu geschaffene Königreich der Niederlande. Es ging um diese Ebenen des gegenseitigen Länderabtauschens. Jetzt gab es ja aber auch nicht nur die großen territorialen Fragen nach den napoleonischen Kriegen zwischen den Großmächten. Ja. Und ein ganz wesentlicher Punkt war für mich immer die Ächtung des Sklavenhandels. Ja. Die treibende Kraft waren ökonomische Interessen Englands, die Amerika treffen wollten, aber schon auch argumentiert mit humanitären Überlegungen. Das ist eine ambivalente Geschichte. Aber es ist eine zentrale Frage, steht doch im Raum. Es ist die Frage nach dem Frieden. Das hat ja wieder alle absolutistischen Mächte geeint. Wir brauchen einen stabilen Frieden, damit wir im Inneren diese stabile politische Ordnung halten können. Also ich habe beides. Ich habe Unterdrückung und rückwärtsgewandte Restauration und ich habe vorwärtsgewandte europäische Kooperation. Woher wissen wir es? Gab es Protokolle? Wer schreibt das mit? Hier in diesem Saal gibt es an der Decke Lüftungsgitter. Aber darüber, über diesem Raum, saßen Schreiber und haben mitgeschrieben, was hier herunten beraten wurde. Das heißt, da oben kann man uns hören und alles mitnotieren, was hier unten gesprochen wird. Jedenfalls konnte man das sehr gut hören. Es ist ja auch nicht weit. Kann man darauf? Ja, man kann anschauen? Darauf gehen. Das ist kein allgemein zugänglicher Raum, man kann gut hineingehen. Also ich denke, wir schauen uns das an. Ich habe in diesem Raum eine kleine Ausstellung gemacht zur Geschichte des Hauses. Und da nimmt natürlich der Wiener Kongress auch einen ordentlichen und den ihm gehörigen Platz ein. Bitte schön. Das ist jetzt dieser Abhörraum, der so groß ist wie unten der Kongresssaal. Also wir sind jetzt direkt darüber. Wir sind jetzt ganz direkt über den Kongresssaal. Und das wirklich Tolle ist, dass dieser Raum noch so vorhanden ist, wie er 1814 war. Und ich würde gern zeigen, wie das mit den Abhörgittern funktioniert hat. Da brauche ich handwerkliche Hilfe. Da müssen wir aber von dieser Ausstellung die Tafel wegnehmen. Das geht schon. Hoch. Ja. Und einfach raushängen. Einfach raushängen und wegstellen. Und wir haben unten die Gitter gesehen an der Decke. Und die gehen hier herauf. Aber da, wenn man da die Klappe aufmacht, kann man sich vorstellen, da ging das hinunter, durch die Gitter durch. Da ist aber jetzt die Lüftung drin, oder? Da ist jetzt die Lüftung eingebaut, die war damals nicht. Wollen wir es trotzdem probieren? Ja, ja, ich glaube, man soll es probieren. Dann ruft man ihn mal an. Ruft man an? Ja. Ja? Bitteschön. Ja, hallo? Herr Dr. Manadana, wir sind jetzt oben am Dachboden. Sie können anfangen, Ihren Vortrag zu gestalten. Wir hören Ihnen zu. Für einen Historiker doch sehr einzigartiges Gefühl. Ich stehe am Originalschauplatz. Aber man hört nichts. Oder nur ganz schwach. Ganz schwach. Wir lassen ihn weiterreden, aber mich würde noch mehr interessieren zu diesem Raum. Er freut sich sicher, dass er da unten jetzt einen Vortrag halten darf. Man muss sich das so vorstellen, dass das eine organisierte Form der Mitschrift war. Da saß an einem langen Tisch, saßen 10 Schreiber. Der Erste hat den ersten Satz genommen, geschrieben, der Zweite den zweiten, der Dritte den dritten. Und wie der Zehnte mit dem 10. Satz fertig war, hatte der Erste seinen Satz geschrieben, die Feder gespitzt, eingetunkt und konnte den 11. Satz nehmen. Geniale Technik der kompletten Dokumentation der Gespräche, die da unten stattfinden. Eine wunderbare Technik, ist auch alles dokumentiert und vorhanden.
Unzufrieden mit dem Vortrag? Na, allzu viel haben wir nicht gehört, aber man hört es. Aber doch, das ist nicht verstanden, haben wir vor allen Dingen nicht. In der Zwischendecke und hinter der prächtigen Fassade spinnt Metternich an seinem Netzwerk der Macht. Metternich hat Geist, aber er soll nicht immer lügen. Man kann einmal, zweimal lügen, aber immer? Nein, das führt zu nichts. Der österreichische Kanzler baut während des Kongresses einen Polizeistaat neuen Ausmaßes auf. Die letzten Zeugnisse finden sich in einem Speicher des Staatsarchivs unter Verschluss. Also, da hätten wir den besagten Akt. Und das ist nunmehr ein sehr, sehr besonderer Aktenbestand aus diesem riesigen Konvolut, das die Geheimpolizei Metternichs angelegt hat, ist im Wesentlichen ein Bestand von 6 Kartons übergeblieben. Übrig geblieben, wodurch? Weil sie vom Feuer angegriffen worden sind, denn die Bestände der Metternichschen Geheimpolizei waren 1927 im Justizpalast untergebracht. Deswegen die Brandspuren. Am Vorabend des Austrofaschismus polarisiert sich die Bevölkerung der Ersten Republik. Paramilitärische Einheiten der politischen Lager stehen sich gegenüber. Der Freispruch der rechtsradikalen Schützen im Mordprozess von Schattendorf löst einen Massenaufstand in Wien aus. Die Demonstranten stürmen den Justizpalast und setzen die Akten in Flammen. Elias Canetti war als 22-jähriger Student Teil dieses Wiener Arbeiteraufstandes vom Juli 1927. Und Canetti beschreibt diesen Menschen, der völlig verstört in einer für ihn nicht ungefährlichen Lage steht und die ganze Zeit vollkommen fassungslos schreit: Die Akten, unsere Akten, unsere Akten. Die Polizei eröffnet das Feuer. 89 Menschen sterben im Kugelhagel. Nur ein kleiner Bruchteil der Akten der Polizeihofstelle zum Wiener Kongress überlebt den Einsatz des Löschwassers. Und der Bestand, der uns überliefert ist, musste von uns gesperrt werden, denn jedes Mal, wenn wir sie anschauen und wenn wir auch nur ein Blatt umdrehen, verlieren wir wesentliche Teile davon, wie man also hier vielleicht auch nachvollziehbar sehen kann. Ist das jetzt schon ein Dokument, das uns widerspiegelt, wie denn dieses Metternichsche Sicherheitssystem funktioniert? Wenn man hier schaut, ja, Ihre Majestät begaben sich auf ihr Zimmer. Marisal hat dieses Tages unter den Dienstleuten erzählt, dass Napoleon schwer krank sei. Man konnte nicht herausfinden, worauf diese Nachricht beruhte. Das heißt also, ein wesentliches Element dieser Geheimdienstberichte ist es, Gerüchte wiederzugeben. Aber ist das nicht eine nahezu gespenstische Parallele zu unserer Zeit? Da hat man offensichtlich irgendeine Kammerzofe der Kaiserin gehabt, die entsprechende Berichte abgegeben hat. Es ist sozusagen ein immanentes Element dieses Kongresses. Wir reden hier von einer ganz konkreten, flächendeckenden Überwachung. Also wenn sich dort 2 getroffen haben, dann wusste das Metternich. Metternich hat bespitzelt bis in die Intimsphäre. Er hat die großen Mätressen überwachen lassen, so er nicht selbst ein Verhältnis mit ihnen hatte. Metternich macht es, wenn man so will, zur Kunstform. Big Data im 19. Jahrhundert. So etwas der Versuch hier, dem Feind im Inneren zu identifizieren durch permanente Überwachung. Es ist dann nicht eine Ironie des Schicksals, dass 1927 bei einem Aufstand des Volkes genau diese Akten vernichtet werden? Niemand hat gewusst, dass man diese Akten trifft. Man hat gedacht, man trifft aktuelle Gerichtsakten. In Wirklichkeit hat man die Metternichsche Hinterlassenschaft getroffen. Zugleich wird der Wiener Kongress im Österreich des 20. Jahrhunderts zum restaurativen Zerrbild ehemaliger Weltbedeutung. Ein Vexierbild aristokratischer Feste, Intrigen und erotischer Abenteuer überdeckt im Dreivierteltakt die Abgründe der österreichischen Geschichte. Gut, dann sind wir jetzt sozusagen
im Herzen dieser ganzen Angelegenheit. Das ist der Leopoldinische Trakt, da war Franz der Erste zu Hause. Und da hat sie im Wesentlichen die ganzen Feiern abgeschwört, oder? Es ist im Wesentlichen die gesamte Stadt zu einem Veranstaltungszentrum. Aber Veranstaltung im Sinne von Fest. Von Sehen und Gesehen werden. Was mich immer fasziniert hat, das ist die Opulenz, mit der sie gefeiert haben. Ja, also daraus entstehen dann auch die Mythen, die dann für die berühmten Filme die Vorlage liefern, dass sich der Zar in die einfachen Mädels der Vorstadt verliebt, oder? Absolut, genau das ist der Grund. So etwas hat es natürlich niemals gegeben. Mit einer kleinen Ausnahme, der dänische König hat sich sehr, sehr stark für das Wiener Vorstadtmittel interessiert. Und das hat aber auch Geld gekostet. Es hat massives Geld gekostet und Staatsbankrott Österreichs lässt ja dann auch tatsächlich nicht mehr lange auf sich warten. Und obwohl zwischenzeitlich das Scheitern höchstwahrscheinlich war, zwingen äußere Ereignisse die restaurativen Mächte zu einer Einigung, die wir heute in Form der prächtigen Schlussakte kennen. So, das also ist die legendäre Schlussakte. Das ist der Zeitpunkt, wo ich Handschuhe anziehen sollte, oder? Ich bitte Sie ja darum. Wie viele Monate waren das? 9 Monate fast, oder? 3/4 Jahr, ja. Ist jetzt hier festgehalten? Alles, was hier festgehalten ist, ist eine Übereinkunft der allerletzten Wochen und maximal der letzten 2 Monate. Der Kongress ist an verschiedenen Punkten immer wieder vor dem Scheitern gestanden. Ich bin ein Mann des Volkes. Wenn das Volk wirklich die Freiheit will, so bin ich es ihm schuldig. Während der Kongress tanzt, streitet und metergenau Grenzführungen ausverhandelt, gelingt Napoleon die Flucht. Er wird in Paris von seinen ehemaligen Soldaten euphorisch empfangen. Und plötzlich gelingt seinen Gegnern in Wien eine Einigung, die Europa für Jahrhunderte prägen wird. Die Rückkehr Napoleons hat den Prozess des Kompromisses enorm beschleunigt. Also das heißt, es passiert alles binnen kürzester Zeit in verdichteter Eile. Ja, und das hier ist die Seite mit den Siegeln und den Signaturen, unterzeichnet von den Großmächten. Und das ist ja erstmalig sozusagen, dass es ein Jus Europaeorum gibt, ein europäisches Recht. Können wir die Rückseite auch sehen? Ich denke, wir können sehr vorsichtig die unglaubliche Detailprägung der einzelnen Siegel. Man hat fast das Gefühl, als wäre das gerade mal vor einer Stunde passiert, weil das alles noch so eine Leuchtkraft hat. Jetzt ist Geschichte etwas, was nicht mehr nur quasi in einer Fiktion stattfindet, sondern plötzlich ist sie real, plötzlich liegt sie vor dir. Für mich immer wieder überwältigend ist die Aura des Originals. Eine Aura, die sich in der Gesamtgestaltung des Einbandes zum Ausdruck bringt, wurde von einem Pariser Kunsthandwerksbetrieb ausgefertigt. Eine kleine Ironie der Geschichte. Die Wappen hier oder alles? Alles, der gesamte Einband stellt die Wappen der 8 Großmächte in alphabetischer Reihenfolge dar. Die Siegel sind noch nicht ausgekühlt. Da stellen sich Metternich und seine Verbündeten am Schlachtfeld Napoleon entgegen. Mit dem Schwert verteidigen sie ihre neue, revisionistische Friedensordnung und schlagen den revolutionären Kaiser endgültig. Das ist das historische Verdienst des Wiener Kongresses. Über 100 Jahre lang eine wie immer widersprüchliche, von regionalen Aufständen und Revolutionen durchsetzte Ordnung, die den Kontinent 100 Jahre vom großen Krieg abhielt. Ich hatte große Pläne. Das Geschick hat es anders entschieden. Ich bin kein Eroberer mehr. Kann es nicht mehr sein. Ja, Herr Krasnitzer, tragen diese Dokumente in ihrer Dichte in irgendeiner Form dazu bei, das politische Chaos dieses Kontinents verständlicher zu machen? Es ist gar nicht möglich, es auf einen Blickwinkel zu reduzieren. Das wirkliche Faszinosum ist, dass man nämlich die Diversität dieses Europas
noch nie so dicht auf einen so langen Zeitraum an einem Ort gehabt hat und beschäftigt mit einem gemeinsamen Thema, nämlich mit einem gemeinsamen Feind in dem Fall. Und man darf sagen, es ist sowas wie ein erstes Denken in Richtung eines geeinten oder eines sich einig werden könnenden Europas. Zukunftsweisende Außenpolitik und repressive Restauration fallen am Wiener Kongress zusammen. Ich habe das nie deckungsgleich bekommen. Wie funktioniert das? Aber was der entscheidende Punkt ist für mich, und der hat sich in mir doch verstärkt, ist, dass dieser Wiener Kongress im Grunde genommen eine Elitenveranstaltung war. Wenn sich Europa jetzt tatsächlich neu erfinden sollte, und das muss es wahrscheinlich, dann würde ich mir wünschen, dass wir ein Europa bekommen, das unter Beteiligung, unter massiver Beteiligung der Menschen stattfindet. Und das wäre mein Ideal.